Starting Live. Ja, hallo, herzlich willkommen hier von den Medientagen direkt live mit zu unserer Virtuality Social VR Session. Also ich bin heute mit Robin von der Leyen, der hier gegenüber von mir steht, von Konstantin TV. Direkt hier, der steht ein bisschen weiter von mir. Ihr seht hier ein bisschen, ich kann euch mal zeigen, so sieht das hier in der Umgebung aus. Stehen wir hier im Prinzip direkt auf den Medientagen und wir haben zugeschaltet einmal Florian von St. Elmo's, die von Hi. Serviceplan-Gruppe sind, direkt aus Berlin, und Heiko Nemmert von Baby Giant aus Potsdam seid ihr gerade, oder, Heiko? Richtig, ich bin Genau. gerade aktuell in Potsdam, ja. Genau. Ja, vielleicht für alle, die wieder eingeschaltet haben, wir haben ja in den letzten Monaten unsere Social VR-Tour einfach jetzt mal durchgezogen und sind jetzt an einem Punkt, wo wir die Digital Hubs eine ganze Menge abgearbeitet haben, aber jetzt beim nächsten Punkt sind, dass wir weiter bei unseren Members und Partners die eben zusammenbringen mit Startups da drauf, mit interessanten Unternehmen. Ich meine, Serviceplan ist jetzt in dem Sinne kein Startup mehr, glaube ich, aber eben auch Unternehmen, aber die eben anbieten, Virtuality-Sachen anbieten beispielsweise. Und heute, deswegen habe ich mir heute direkt mal Robin von der Leyen, der ja aus dem TV-Bereich kommt, direkt als Anwender dazugehört. Und wir wollen eigentlich Florian von dir, Heiko von dir, erstmal ein bisschen heute was hören über eure Anwendung, was ihr so in letzter Zeit gemacht haben. Vielleicht aber Robin, sag noch mal ganz kurz, damit die Leute dich einordnen können. Woher kommst du, was machst du? Okay, also ich bin bei der Konstantin Film, Geschäftsführer für den Bereich TV-Produktion. Okay. Also sprich letztlich alles, was non-theatrical ist, also was nicht im Kino herausgebracht wird. Ich überschaue eigentlich sämtliche Produktionen, weil fiktional, non-fiktional, national und international. Das ist eigentlich genau, was ich mache. Genau, Robin, und ich weiß ja, dass du eigentlich schon eine ganze Weile dich auch mit Virtuality und Augmented Reality beschäftigst und da auch eine ganze Menge Wissen aufgebaut hast. Und deswegen habe ich dich eben dazu genommen, um zu schauen, was zum Beispiel unsere Kollegen hier, Baby Giant beispielsweise in Potsdam, sich schon ausgetüftet haben. Ja. Und Heiko, du hast ja auch ein paar Sachen mitgebracht, was ihr gerade macht. Erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was da. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Ich kann auch was mal reinlegen. Ich hatte das jetzt mal hier vorbereitet. Ich hoffe, das Okay. funktioniert. Das Ja. ist jetzt einmal mal hier ein Titelbild für Artificial Idiots. Okay. Artificial Idiots ist eine Serie, eine VR-Serie, ungefähr mit 14 Minuten Episoden. Okay. Wir sind gerade noch dabei, die finalen Episoden zu entscheiden, wie viel es jetzt werden in der ersten Ja. Staffel, 8 oder 9. Und da sind wir jetzt gerade in der Entwicklung. Das sind so ein paar Charakter jetzt hier aus der Serie noch heraus. Okay. Geht grob darum, dass, sagen wir so, Zukunftsszenario, die AI hat die Erde übernommen und hat alle Menschen quasi eingefroren und ins Genau. Weltall geschickt. Und man wird als einzelner User eben aufgefroren von der Gruppe an Robotern, die keine Lust hatten, da Ja. mitzumachen. Und das Ganze ist tatsächlich dann eher so eine Art Sitcom, Genau. so ein bisschen Big Bang Theory, Ja. meets Silicon Valley in Space. Also Sehr cool. City. Wie lange sind denn die Episoden und wie viele habt ihr gemacht? Aktuell sind es 14 Minuten, haben Aha. wir geplant. Muss sagen, also es ist noch eine Serie, die wir in der Entwicklung haben gerade. Ja, Aha. sind jetzt aktuell gerade in der Finanzierung, was die Serie angeht. Okay. Genau. Wie finanziert man Haben sowas, aber. Heiko? Also das ist ja direkt im Ja, virtuellen Raum. Da gehen ja das. die Leute, setzen sich ja Brillen auf, so wie wir das jetzt haben, und gehen dann im Genau. virtuellen Raum, sich das anschauen. Ne? Wie finanziert man sowas Richtig, heutzutage? Ich genau. meine, die breite Masse des Publikums ist wahrscheinlich noch nicht da. Ne? Ist leider noch nicht da. Wir Okay. haben tatsächlich jetzt aktuell gerade noch Gespräche mit Oculus am Laufen. Die werden aber, wenn dann, nur einen kleinen Teil in die Entwicklung mit reingeben. Okay. Wir haben jetzt erste Treffen gehabt mit Google, Okay. was dann das Ganze eher in eine YouTube-360-Richtung rücken würde, was dann nicht ganz so interaktiv ist, nicht ganz so Full VR, wie wir uns das Das heißt, dass man gerne sich dann auf dem vorstellen, aber Smartphone anschaut, denn quasi, oder wie würde das? Nee, das kannst du dann schon auch in der Oculus Go Ah, angucken okay. oder du Ah, dann könntest es go, natürlich okay. auch in der Ja. Rift angucken, Ja. aber halt mehr als 360 Grad Video und Ja. insofern nicht total immersive, wie wir das eigentlich gerne hätten. Genau. Aber wenn das denn im Aber es ist Prinzip. tatsächlich, ja. Genau, wenn das denn Aber. ausgespielt wird, ist es ja dann letztendlich so, dass ihr diese Sachen auf Steam, auf der Steam-Plattform ausspielt. Und das ist dann so, als wenn ich auf Amazon, Netflix oder Apple, iTunes im Prinzip einen Film kaufe quasi, oder? Wie kann ich mir das vorstellen? Genau richtig. Also wir würden es nicht nur auf Steam rausbringen, sondern eben auch auf Oculus und allen anderen Ja, Plattformen, die genau. so verfügbar sind. Und dann würdest du ganz normal wie bei Amazon eben deine Folge kaufen. Ja.
Jetzt bei Google ist tatsächlich nochmal ein anderer Ansatz. Da ist natürlich viel, viel werbefinanzierter, getriebener. Also da würde man tatsächlich auch, sagen wir so, vielleicht mit dem einen oder anderen YouTuber dann schon zusammenarbeiten. Ja. Okay, cool. Das wäre also ein anderes Auswertungsmodell in dem Sinne. Und das Storytelling, wie funktioniert das? Also entschuldige, Oliver, wenn ich da gleich... Ja, sehr gerne. Problem. Super. Weil das interessiert mich natürlich immer extrem. Ja. Das ist dann letztlich... so gesteuert, dass du, beschreib mal, also ich gehe dann rein, ich suche mir eine Figur aus und interagiere dann mit den anderen und die haben dann schon so Handlungsbögen quasi im Programm die haben, Dialoge oder wie? Also es ist bei uns, bei AI ist es ein bisschen, haben wir nicht ganz so viel Interaktion, also du bist zwar ein Charakter der Serie, aber du bist am Anfang der Serie auch quasi noch eingefroren und die Charaktere reden zwar schon mit dir und erst nach und nach Episode für Episode bekommst du quasi mehr und mehr Interaktionsmöglichkeiten, die aber, sagen wir so, alle relativ beschränkt sind und viel auch auf einen Comic Relief drauf rausspielen. Viel ist tatsächlich einfach auch die Charaktere interagieren zu sehen. Das ist so eine Gruppe von 5 Robotern, die eben da wohnen, klassisch Sitcom, und man ist eben dann als einer der am Anfang noch mehr an der Seite, aber dann immer mehr integriert in der Serie als einer dieser Personen. Und wie kann man dann interagieren? Wie kann man dann interagieren? Also ist es per Sprachsteuerung oder, also wenn man interagieren kann? Nee, ist schon auch geplant, das mit Controllern zu machen, dass man, keine Ahnung, auf einer Außenmission mal im Sandsturm das Seil festhalten muss, wo der Charakter dran hängt, der jetzt gerade irgendwas reparieren muss. Und dann hat man eben so kleine, lustige Entscheidungs-Storybögen, wo man sich eben dafür oder dagegen entscheidet. Kann, eine Interaktion zu machen oder eine gewisse Aktion zu machen. Und das hat natürlich dann irgendwie Folgen. Ja. Heiko, du hast ja noch eine zweite Sache mitgebracht, die ich auch sehr, sehr spannend finde, die ja in Verbindung letztendlich mit bestehenden Filmen, die normal auf 2D im Kino oder Fernsehen laufen, aktiv wird. Erzähl uns doch noch mal ein bisschen was darüber. Also ich habe jetzt gerade zu Florian am Anfang schon gesagt, das ist tatsächlich jetzt so ein bisschen bei uns auch die Phase, wo wir haben seit 2016 bei uns VR gemacht, jetzt so langsam die ersten Jobs auch reinkommen, die ein bisschen ein Budget haben. Wir machen jetzt unter anderem in Kooperation mit Zeitsprung aus Köln, machen wir das jetzt, sagen wir mal, sind jetzt Konzepte für eine VR-Experience, die wir machen, für einen Spielfilm, der gemacht wird ab nächsten Jahr, Tod und Teufel, ist eine Frank-Schätzing-Verfilmung. Okay. Und dafür machen wir quasi jetzt eine VR-Experience, wo man Köln im Mittelalter, das ist da, wo der Film eben spielt, sagen wir so, experiencen kann und sich in das Köln der damaligen Zeit eben einfindet. Also, dass man sozusagen den Film noch auf andere Weise, das Setting noch mal ein bisschen weiter erleben kann, sozusagen. Genau, richtig. Das sind jetzt mal so erste Modelle. Ich kann es noch nicht so viel zeigen, sonst dürfte ich zu viel verraten. CG-Modelle vom Kölner Dom, wo wir jetzt nachbauen. Wenn man das dann von oben sieht, dann ist das eine Spielszene, die allerdings jetzt auch noch nicht texturiert ist, wo man quasi den Mord an den Baumeister Gerhard, der dort oben quasi von der Dombaustätte geschubst wird, dann in einem Assassinen eben live miterlebt. Ist eine sehr, sehr schöne Experience. Wir haben quasi so 3 Akte, die wir gebaut haben, die visuell und storytechnisch aufeinander aufbauen. Ja. Ganz spannend für das Projekt finde ich persönlich, dass wir das erste Mal zusammenarbeiten mit dem VoloCap in Babelsberg. Ja, super interessant. Also Studio, wo man quasi dann auch mit Live-Schauspielern im 3D-Scan arbeiten kann. Ja. Und da sind wir jetzt sehr gespannt drauf. Ist eine neue Technologie, hat viele Ifs und Whens noch und den einen oder anderen Kniff, den man auch noch entwickeln muss, aber es ist eine sehr, sehr schöne Experience. Aber die Idee ist im Prinzip, dass man live dreidimensionales volumetrisches Video hat, was man in den Szenen begehen kann und dann könnte ich zum Beispiel auch mal einen Filmstar haben, Brad Pitt, Schweighöfer beispielsweise oder andere, die man eben live sozusagen da erleben kann oder real erleben kann. Genau, das ist das. Wir werden also es spielt ja alles im Mittelalter, das heißt, wir werden 4 Schauspieler haben, die Hauptfiguren des Filmes spielen. Und die werden auch richtig historische Kostüme tragen. Und die nehmen wir dann auf und integrieren die quasi aber dann in eine
in eine komplett virtuelle Welt. Mhm. Da kommen wir ja, Robin, da würde ich dich auch nochmal gerne fragen. Da kommen wir ja ein bisschen in so einer Sache. Normalerweise erlebe ich Fernsehen auch gerne natürlich im Lean-Back-Modus, also abends. Ich schaue mir da gerne die Serienfilme an. Ja. Wenn ich jetzt plötzlich dazwischen gehen sollte und mir sozusagen den Film angucken könnte, siehst du da so Szenarien, die da interessant werden, jetzt mal als Spielfilm selber, also nicht als Add-in zum Spielfilm, sondern selber dem Spielfilm? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt im Prinzip so begehbaren Film habe, wie da ja zum Beispiel mit dem volumetrischen Studio, siehst du da Szenarien, wie man von diesem Leanback, dass ich eben abends, wenn ich da sitze und mich eigentlich zurücksehen will, muss ich ja aktiv werden plötzlich. Absolut. Also das Thema ist ja, dass du im klassischen fiktionalen Unterhaltung eigentlich ja meistens nur passive Unterhaltung hast, also sprich der vorgegebenen Handlung folgst. Ich glaube auch, dass so die klassische fiktionale Unterhaltung auch in der Richtung eher auch ein bisschen bleiben wird, weil das produktionstechnisch einfach sehr kompliziert ist. Aber die Idee, dass man zum Beispiel sich seinen Tatort anschaut und dann die Perspektive wechselt, also sprich, man aussuchen kann, bin ich jetzt in der Küche, wo jetzt die Gangster am Tisch sitzen und gerade ihr Bierchen trinken, oder ob ich jetzt, weil ich weiß oder ich habe schon mal gesehen, weiß, das SWAT-Team steht vor der Tür, dass ich dann quasi dann rausgehe durch den Ausgang und dann mit dem SWAT-Team dann wieder reinkomme oder innerhalb eben dieses Raums vorher die Position wechsel, einfach die Perspektive, die ich habe. Also sprich, dass aus dem zweidimensionalen Bild eigentlich ein dreidimensionales wird und ich dann quasi wie ein Geist, also unsichtbar, die Position wechsle. Das fände ich zum Beispiel extrem spannend, wenn man so einen Weg finden könnte. Ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass es von der Story selber auch sowas hergibt, dass es nicht was zusätzlich draufgebautes ist, sondern dass es wirklich Teil der Story ist und dass man zum Beispiel durch so eine Entscheidung für einen Raum sich auch für eine Perspektive innerhalb dieser ganzen gesamten Geschichte auch entscheidet. Und ich denke, dann kann sowas auch Erfolg haben. Also, dass sich das sozusagen einbettet harmonisch, eigentlich die Technologie, die ich habe, in die Art der Story-Übermittlung. Genau, ja, genau. Ganz genau. Florian, also, dass es nicht nur ein Beiwerk ist, sondern integraler Bestandteil auch davon, dass gleich von Anfang an auch mitgedacht wird. Ja, also alles, was aufgesetzt ist und nicht mit dem Inhalt quasi gewachsen ist und Sinn macht, ist alles ein Add-on, das auch keinen Mehrwert hat. Würde ich auch so sehen. Ja, absolut. Ja, das ist noch ein guter Input. Florian, bleiben wir doch mal gleich bei dir. Ihr als St. Elmos seid ja eine Berliner Agentur, wie gesagt, zu Serviceplan gehören. Ihr macht mit Virtuality eigentlich eher jetzt hauptsächlich was im Bereich Brands, richtig? Genau, ja. Also bei uns geht es eher darum, dass wir schauen, woher kommt die Marke, was ist die Markengeschichte und uns dann überlegen, welche Kanäle, welche Technologien und auch welche Botschaften eignen sich dafür. Und sprich, wir haben da nochmal so eine bisschen andere Perspektive drauf, gehen eher von der Geschichte, setzen uns dann in den Teams zusammen, also dass die digitale Konzeption als auch die klassische Konzeption sich zusammensetzen und die Markengeschichte entwickeln und dann auch passend darauf ableiten, welche Maßnahmen sind es. Ah, und super. Ich habe auch einen Case mitgebracht, genau, der das zeig uns doch mal was. Schön darstellt. Und zwar ist es der BMW X2 Case. Hier haben wir, hier war die Besonderheit, dass der BMW X2 zum Kampagnenstart noch nicht örtlich zur Verfügung stand. Aber irgendwie wollte man die Leute natürlich auch dazu bewegen, dass sie dieses Modell haben. Also die Kampagne war schon gestartet und es gab ein TVC. Und dann haben wir in ausgewählten Verkaufshäusern, hier, ich zeige das auch mal, den Platz genutzt, den man nicht für diesen physischen, den physischen BMW X2 hatte, haben wir genutzt für so eine Plattform, in der jeweils ein Besucher mit der Mixed Reality Brille von Microsoft, der HoloLens, dieses nicht physisch existierende Modell zu dem Zeitpunkt als 3D-Modell erleben konnte. Okay. Und dann hatten wir hier auch mehrere Spielereien. Mal schauen, ich muss hier noch kurz auswählen. Hier zum Beispiel, dass man das einmal sieht. So war der TVC aufgebaut, dass man hier so ein Labyrinth hatte, durch das man durchfahren konnte. Da war die Story Be the One to Dare, was natürlich hier auch super gepasst hat, was auch die Botschaft und auch die eher junge Zielgruppe auch total angesprochen hatte. Und dann konnten sie hier auch interaktiv mitwirken. Das ist sozusagen der Tisch, der da stand, ne? Das heißt, ich habe jetzt den realen Tisch gesehen, physisch, genau. Genau.
Und dann konnte man um diesen Tisch auch drumherum laufen. Und ich kann es hier auch mal zeigen. Hier habe ich auch noch einen Screen dabei. Und dann konnte man zum Beispiel auch verschiedene Features von dem BMW X2 hier drumherum laufen, okay, und auswählen. Ja, den sehe ich leider hier nicht. Wahrscheinlich seht ihr das, was da zu sehen ist vorne? Nee, leider nicht. Ist nur Facebook. Nee, weil wir haben uns gerade um... Ah, jetzt doch, jetzt kommt es gerade. Jetzt kommt es. Hat ein bisschen Ladezeit gebraucht. Alles klar, wir sehen es. Genau, und dann konnte man hier so die Reifen, also nur mal als Beispiel, die Reifen auswählen. Oder man konnte die Farbe vom BMW X2 verändern. Oder weil es halt so eine sehr junge Zielgruppe war, konnten wir auch haben wir es auch ermöglicht, dass die Besucher auch ein Selfie von sich machen konnten, von dem Greenscreen. Und das haben wir dann freigestellt und konnten das dann in Echtzeit auch vor dem X2, ich glaube, ich habe auch ein Bild dabei, rausrendern, was halt für die Zielgruppe, hier, ich zeige es hier mal. Genau. Naja. Was sich für die Zielgruppe sehr gut geeignet hatte und halt auch sich aus der Markengeschichte auch sehr gut abgeleitet hat. Das finde ich ja eigentlich sehr, ganz interessant, dieses Individualisieren, ne? Dass ich mich selber jetzt als derjenige, der im Social Media erscheint, dann im Prinzip im Zusammenhang mit den Inhalten hier bringen können. Robin, das wäre natürlich auch so, wenn ich mich jetzt hier zusammen mit dem Filmstar einer Serie sozusagen bringen könnte, wäre natürlich wahrscheinlich auch interessant, ne? Dass man dann nochmal ein bisschen Geschichten hat, oder? Absolut. Also ich bin gerade die ganze Zeit am Überlegen, was ich mit Heiko und Florian mal besprechen kann, dass wir mal ins Geschäft kommen. Ja, sehr gut. Okay, wir werden nachher auf jeden Fall E-Mails nochmal euch kontakten und austauschen. Ja. Aber sicherlich sehr, sehr interessant. Jetzt sind unsere 20 Minuten auch schon um. Wir konnten natürlich nur ein bisschen anreißen heute, was man alles machen können. Aber letzte Frage an dich, Florian. Das war natürlich jetzt sehr auf den BMW natürlich bezogen. Denkt ihr auch, wenn ihr sowas sprecht, eigentlich auch eher so mehr und mehr vielleicht auch in Branded Entertainment, dass ihr so eine ganzen Storys um das baut im virtuellen Raum, oder bleibt ihr im Prinzip bei solchen Anwendungen? Nee, also prinzipiell, das ist auch das, was ich anfangs sagen wollte, dass wir natürlich schauen, welche Geschichten eignen sich, welche Geschichten, aber auch welche Zielgruppen eignen sich denn für solche Anwendungen. Und dann hängt es natürlich immer davon ab, wie wollen wir die Geschichte erzählen? Ist es dann per VR, per MR, wie hier jetzt am Beispiel? Also das ist ganz unterschiedlich immer. Super, alles klar. Und dann klar. haben wir zum Beispiel auch Gespräche schon auch mit Fernsehsender oder so, wo sich natürlich nochmal ganz andere Anwendungsfälle ergeben, wie jetzt hier mit dem BMW X2. Oder wir haben auch zur St. Elmos Gruppe, gehört auch St. Elmos Travel dazu, die halt mehr den Fokus aufs Tourismusmarketing ergeben. Und da hat man natürlich auch nochmal einige Möglichkeiten, da was zu machen. Super, alles klar. Also wenn es schon nur darum geht, irgendwie Leuten einen besseren Eindruck von der Landschaft zu geben, dass man einfach genauer weiß, wie fühlt sich dort der Ort tatsächlich an, dass man auch wirklich Lust auf den Ort hat. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Dann nicht noch eine ausführliche Online-Recherche. Interessante Anwender. Da wären ja vielleicht auch so eine Sachen, wo im Prinzip alle drei eben so ein Animationsproduktionsstudio, wie ihr es seid, eben Konstantin TV oder ihr als St. Elmos sicherlich auch mal zusammenarbeiten könntet und bestimmte Szenarien aufbauen, was ich interessant finde. Genau, auf jeden Fall. Super. Ja, hey, ich danke euch. Schön, dass ich euch dazuschalten konnte. Ich werde mich jetzt mit Robin, habe ich ja die Chance, uns wieder in die Medientage hier reinzuschmeißen. Ihr beide müsst natürlich jetzt im Office traurigerweise zurückkehren. Okay. Genau. Bleibt ruhig nochmal ganz kurz. Genau. Ja, bleibt super. Ich danke euch. Gerne auch mal im realen Leben. Ja. Sehr gut. Bleibt ruhig noch mal ganz kurz im Raum. Ich werde jetzt gleich die Verbindung unterbrechen, aber ich will noch mal ein schönes Selfie mit euch machen, was wir zusammen posten. Super, gerne, Und das Ganze wird ja dann sicherlich auch noch mal bei den Medientagen gepostet werden. Alles klar. Bis euch alle an den Screens. Ciao, ciao. Ciao. Hey. Tschüss. Ciao.